Hallo, ich möchte hier in diesem Video auf den neuen Profileinbau, also sprich den überarbeiteten Profileinbau eingehen, der hier unter dem alten oder dem bestehenden Icon vom Highcard noch drinnen ist. Es gibt dazu noch mit einem neuen Icon versehen den alten Profileinbau. Das hat den Hintergrund, dass dieser alte Profileinbau, sobald der neue Profileinbau alle Funktionen vom Katalog, Baureihenprofile und so enthalten hat, der alte Profileinbau komplett entfällt. Dazu starte ich den neuen Profileinbau und man sieht hier gleich an der Oberfläche, dass dieser komplett neu gestaltet worden ist. Man sieht hier wie gewohnt meine Funktionen senkrecht zur Bearbeitungsebene über zwei Punkte oder entlang einer Leitlinie. Man kann hier die Punkte definieren, die Drehungen definieren, den Einbau, so wie man es auch von den Skizzen erkennt. Darunter ist dann hier die Auswahl des Querschnittes. Das heißt, hier komme ich wie gewohnt in meinen Katalog rein, wo ich meine Profile auch auswählen kann. Und man sieht auch hier sofort die aktuelle Vorschau meines gewählten Profiles. Ich kann hier unter anderem noch die Icons oder das Icon größer oder kleiner gestalten, wie ich das natürlich haben will. Ich habe meine kompletten Auswahlpunkte und könnte hier auch noch einen manuellen Punkt setzen. Der Einbau ist so wie gewohnt, das heißt, ich gebe einen Startpunkt und sehe auch hier schon meine Vorschau, wie mein Profil mitgezogen wird. Ist natürlich so, dass wenn ich hier in die Draufsicht gehe, dann sieht man hier, dass die Punkte, also da darf man sich jetzt nicht verwirren lassen, wenn man im 3D unterwegs ist, dass hier der Cursor oft an der falschen Stelle ist. Wird immer auf die Ebene zurückgerechnet. Das heißt, mit dem Setzen des zweiten Punktes wurde dieses Profil hier fixiert mit dieser Länge, mittlere Maustaste und das Profil, das erste, wird mir hier natürlich eingebaut. Und so kann ich hier ganz einfach meine Profile auch weiter einbauen und auch wie gewohnt den Querschnitt auch jederzeit abändern. Natürlich kann hier auch direkt der Einfügepunkt definiert und auch abgeändert werden und man sieht das hier sofort auch an der Vorschau. Gewohnt wie das Drehen des Profiles oder die Enden vertauschen, was hier in diesem Fall beim Formrohr nicht viel Sinn ergeben würde, kann ich natürlich jederzeit auch machen. Wichtig ist, was ich am Anfang des Videos gesagt habe, mit diesen zwei Icons, wenn ich hier mit der rechten Maustaste auf den Querschnitt übernehmen gehe, dann sehe ich hier eben das Icon, das Standard-Icon, was es bis jetzt gegeben hat, was mir den neuen Profileinbau nimmt. Wenn ich jedoch auf das neue Icon, was ja in Zukunft verschwinden wird, klicke, dann würde ich hier auf den alten Profileinbau aktuell noch kommen.